Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Die Kunst des schwarzen Auges, herausgegeben von Ulisse Spiele. Viel Spaß mit diesem Bildband. Ja, die Kunst des schwarzen Auges ist ein Bildband für Aventurien und da dann auch vor allem für DSA 5. Seit einiger Zeit ist das ja alles aus einem Guss. Vor allem hat da dann Nadine die Leitung übernommen und hat dann uns hier in diesem Buch dann viele, viele von den bunten Bildern und Zeichnungen, die entstanden sind, dann hier reingepackt. Natürlich auch ein paar Skizzen, die Entstehungsgeschichte, die hier noch reingepackt ist. Es werden noch ein paar Künstler vorgestellt, die uns dann mit den Bildern versorgt haben. Und ja, wir schauen einfach mal zusammen rein und danach könnt ihr entscheiden, ob das was für euch ist oder auch nicht. Denn eine wirkliche Bewertung werde ich nicht da lassen, sondern einfach nur mal ein paar dieser Seiten hier vorstellen. Viele der Bilder, die hier zu bewundern sind, wurden bereits in anderen Publikationen gezeigt oder, das kann ich mir auch vorstellen, sie werden in naher Zukunft gezeigt. Also das ein oder andere Bild kannte ich noch nicht. Auch ich habe nicht jede der neuesten Publikationen von vorne bis hinten gelesen. Aber ich glaube, selbst wenn sie noch nicht eben gezeigt worden sind, dann wird das in naher Zukunft, dann werden sie irgendwo eingewoben werden. Ja, wie wir das jetzt hier auf der rechten oberen Seite sehen können, es gibt dann auch einige Überschriften oder Bildunterschriften zu den einzelnen Werken. Andere müssen allerdings auch gar nicht betitelt werden, die stehen dann so für sich selber. Ja, hier sind wir gerade bei den magischen Orten der Wildnis. Wie gesagt, es wird aktuell noch Aventurien an sich vorgestellt. Welche Bilder einen da erwarten können, welche Vielfalt Aventurien da bietet. Ja, es ist viel grün. Wir haben ein paar Berge, wir haben das Wasser jetzt auch vor allem mit dem Havena-Band dazu bekommen. Ja, auch dann die magische Wildnis am großen Fluss, an Albernien mit den Feen. Je nachdem, wo man sich aufhält, wird dann hier viel Inspiration für die Beschreibung dann geliefert, wenn man sich sowas dann an den Spielleiterschirm heften möchte oder aber wenn man die Bilder ja ausgedruckt herumgibt, wenn man sie einfach nur so für sich analysiert, damit man sie dann wiedergeben möchte, ja, wie ihr, wie gesagt, diese Bilder dann benutzt, das obliegt dann alleine euch. Wenn ich solche Bilder sehe, dann bekomme ich unglaublich Lust, DSA zu spielen. Wir befinden uns jetzt hier, das könnt ihr an der Bildunterschrift sehen, in Gareth und auch da wird dann ja, das Zentrum des Mittelreiches doch dann ziemlich anders abgebildet. Na, ob wir dann oben irgendwie im Norden an den Rosskuppeln sind, mit irgendwelchen Kühen und Schweinen bei den Tobriern in der Nähe, oder ob das eben noch weiter draußen ist in Garetien, das ist natürlich dann ganz abhängig davon, wie ihr das interpretieren wollt. Unten kann man dann eine Streunerin sehen, die dann auf den Häuserdächern sitzt und sich, ich kann jetzt nicht genau erkennen, wo sie sitzt, das ist quasi auch egal, aber man kann hier erkennen, wie die Städte, wie die Häuser so aufgebaut sind. Ja gut, und auf der rechten Seite, das sind dann halt diese großen Tempel. Ja, weiter oben kann man dann noch ein paar Bäume erkennen. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wo das sein soll und welcher Tempel das ist, aber dieses Sterne, dieses Sternenbild, das soll wohl dann der Tempel des Lichts sein, der ja die Sonnenzitadelle, da wo normalerweise das Licht von Praios zu finden ist. Und ja, wie gesagt, wenn ich solche Bilder nebeneinander gereiht sehe, da kriegt man schon Lust, ne? Also jetzt direkt losspielen. Und ich glaube, auch genau dieses Gefühl soll erzeugt werden, wenn ich durch diesen Bildband blättere. Was ich noch ganz interessant finde, ist dann die nächste Seite. Ja, gut, wir haben jetzt auf der linken Seite nochmal ein bisschen den Süden. Das erinnert mich auch ein bisschen an Game of Thrones, muss ich sagen, mit der Kapelle. Aber ich glaube, das soll Kuslik sein, mit dem ziemlich großen Hesindetempel. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Meines Erachtens nach soll das Kuslik sein. Was wir auf der rechten Seite erkennen können, deswegen habe ich euch diese Seite nochmal aufgeführt, die Korrekturarbeiten. Ne? So, die Bilder werden dann alle Nadine vorgelegt und da werden dann ein paar Skizzen präsentiert und Nadine kann das nochmal ein bisschen verbessern. Ihr könnt es dann sehen, wie eben so ein Bild größtenteils
größer und größer wird, ob es dann in Schwarz-Weiß gedruckt wird oder in Farbe, ja, was sie da eben für Anmerkungen macht. Da sind noch ein paar mehr von solchen Sachen, also wenn euch sowas auch interessiert, wie ein Bild dann entsteht, dann könnt ihr auch ebenso in dieses Buch hineinsehen. Für mich als Rezensenten ist das natürlich immer besonders schön. Das macht gar nicht so viel Sinn, wenn ich einfach nur ein ja, Roman euch in die in Anführungsstrichen Kamera halte, weil ja einfache ja, Texte, die muss ich euch nicht zeigen. Ich will dann ja vor allem immer hübsche Bilder zeigen und hier muss ich jetzt einfach aus der Vielzahl an Seiten überlegen, welche von den vielen, vielen Seiten und welche Zeichnung ich euch zeigen möchte. Hier nochmal, ja klar, auf der linken Seite dunkle Schatten der Macht liegen überall an. Auf der rechten Seite dann nochmal die Skizzen, ne? Also wie dann so eine Zeichnung entsteht. Auch unter euch werden sicherlich die ein oder anderen Künstler sein. Das könnte für euch nochmal sehr relevant sein. Auf der unteren Karte, unten rechts, kann man nochmal schön den Rabenschnabel von der Lanfa erkennen, wenn man da den Flug der Zehen begehen wird. Das Weiße daneben, dahinter soll dann wohl der große Boron-Tempel von den Hornax sein. Aber wenn man sich dann mal den Blick in Richtung links schweifen lässt, da wo dann die Palmen mit den Häuserchen zu erkennen sind, ja, also da würde ich mich gerne drin bewegen in so einer Stadt, auch wenn Alanfa, ja, die einen sagen Perle des Südens, die anderen sagen Pestbeule. Also ich möchte hier echt mich in solcher Welt bewegen, wenn ich dann solche hübschen Bilder sehe. Ah, ich krieg davon einfach nicht genug. Ja, hier für unsere Zoobotaniker-Freunde auch noch ein paar Pflanzen, die dann der Praios Rondra Effert heilig sind. Auf der Vorderseite, beziehungsweise Seite davor oder Seite zurück, gibt es dann eben noch viele weitere Sachen. Wir befinden uns jetzt in einer anderen Überschrift. Ja, wer braucht sowas? Muss man eben wissen, wie die Praios-Blume aussieht? Muss man wissen, wie eine Effert-Blume aussieht? Nein, sowas muss man natürlich nicht wissen, aber... ja, wer sowas für sein lebendiges Aventurien eben braucht, der bekommt es hier eben geliefert. Das Götterbild Aventuriens ist ja auch schon ein bisschen älter. Das gab es auch schon bei Deviant Arts zu bewundern. Wer da dann Nadine folgt, der wird sicherlich auch diese Bilder kennen. Die sind ja auch sehr beliebt. Einfach eine der neuesten Zeichnungen, damals als die SA5 rauskam. Da wurde man schon ziemlich gehypt, wenn man dann diese neuen Bilder betrachten konnte. Denn, naja gut, davor gab es noch die Wege der Götter und da war eben alles noch in Schwarz-Weiß. Und das ist dann doch nochmal eine Nummer anders als das hier. Auch für Raya gibt es noch eine englische Version, die dann angezogen ist, ohne Brüste. Finde ich ganz lieb und nett, dass sie daran gedacht haben. Auf der linken Seite wieder die Skizzen. Und was aus den Skizzen dann wird, könnt ihr eben im oberen Bereich erkennen. Ja, wir sind jetzt hier in den Heldengestalten. Dieses Kapitel bereitet mir ein bisschen Sorgen, ein bisschen Kopfzerbrechen. Hier habe ich tatsächlich mal was auszusetzen. Den Rest des Bandes kann ich eigentlich nur loben, aber hier, ja, ich habe auch nochmal mit ein paar anderen Leuten gesprochen und auch die sagen, wer hier noch eine andere Vorstellung hatte oder Bilder, die dann einfach alten Versionen nicht so sehr entsprechen, gucken wir uns gleich mal an, aber ja gut, dieses Bild von Rohaya aus den verlorenen Landen kennt man es, glaube ich, schon. Ach, da kriege ich auch noch einen wässrigen Mund, wenn ich so ein Bild sehe. Da habe ich schon Lust, Rohaya zu dienen. Ansonsten hier noch ein paar andere ja, Krieger aus dem Süden, Tulamiden, Maraskaner. Den Maraskaner zum Beispiel kannte ich noch gar nicht, der war mir noch nicht so begegnet. Finde ich hübsch, dass es dann hier eben diese Holzrüstung gibt, die angemalte, ja, die den Krieger aus dem Süden, also Utulu oder ja, Mohaha, die kannte ich auch schon. Also das eine oder andere wurde, wie gesagt, schon mal benutzt in anderen Büchern. Und ja, da gibt es eben noch ein paar mehr Zeichnungen und ja, nachdem wir uns diese guten Beispiele mal angesehen haben, gehen wir mal zu den schlechten. Und die finden wir hier. Ich habe eine ganze Menge Seite übersprungen. Es schmerzt mir in der Seele. Ich würde euch so gerne noch mehr viele Bilder zeigen. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck dieser Rezension. Nee, hier mal die schlechten Bilder. Raedri Conchubair oder Conchubair, sprecht aus wie ihr wollt, auch Rakorium und Tagones. Ich finde auch vom Zeichenstil ist das nochmal was ganz anderes. Ich gehe nochmal eine Seite weiter. Aslai Filiasson sieht halt aus wie ein typischer Torwader. Ich hatte ihn nicht so interpretiert. Salpicon Savertin mit seinen bunten Haaren habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Ich bin jetzt nicht so der Spezialist für die schwarze Gilde, aber dass er
Okay, gut, er mag halt in der Schule der variablen Form vorstehen, aber mit den bunten Haaren, er sieht nicht wirklich so aus, als ob man vor ihm Angst haben sollte. Cordovan Eslam Carlotta, ja, das ist einfach irgendwie ein Mensch mit einer Scharlachkappe, aber nach Carlotta sieht das nicht aus. Ich weiß nicht, ob er da gerade in Joel Gomak steht oder sonst wo. Ich hatte mich echt drauf gefreut, dass ich ein hübsches Bild für Galotta kriege, jetzt auch gerade für meine Jahresfeuerskampagne, aber das kann ich so nicht benutzen. Also, das mag ein gutes Bild sein und ein Mensch, meinetwegen auch ein Magier mit einer Scharlachkappe, aber Galotta ist das nicht. Ja, wer es braucht, zum besseren Beschreiben, aventurischer Alkoholiker. Auf der nächsten Seite finden wir noch ein paar Rüstungen, natürlich ein paar Schwerter, die würden dann sehr gut in ein Arsenal passen. Wir können dann eben auch auf der rechten Seite sehen, nochmal einen Antagaster, einfach zu erkennen an dem, ja, Eichenblatt. Kennt man sicherlich auch schon aus der Rüstkammer. Ich mag solche Rüstkammerwerke nicht, aber ja gut, wenn ihr sie eben nochmal gesammelt in diesem Bildband haben wollt, hier findet ihr dann eben noch zahlreiche weitere Zeichnungen von Rüstungen, Schwertern, Alkoholiker, Pflanzen, die Liste ist endlos. Bei den Kreaturen des schwarzen Auges gefällt mir besonders dann die, oder gefallen mir besonders dann die Bilder von den Dämonen. Ich mag die Dämonen sowieso ganz generell sehr gerne. Ich habe schon viele, viele Drachen überblättert. Die Sachen kennt ihr wohl auch schon aus anderen Publikationen. Es sind viele Tiere dabei. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, kauft euch das Buch. Ich mag aber diese Seite vor allem dann auch oben rechts wegen dem Limbus. Ich weiß nicht, ob ich mir den Limbus so vorstellen würde, dass man da dann in Anführungsstrichen stehen kann. Ich würde es eher als eine Art Fliegen interpretieren. Den Limbus darzustellen ist sowieso recht schwer. Aber der Dämon dazu ist dann doch ganz geil. Hier sehen wir dann eine Karte von Aventurien in sehr kräftigen Farben. Die gefällt mir. Ich kann sie so aber leider nicht so gut benutzen, weil sie noch zu klein ist. Da warte ich nochmal auf die größere Karte. Die wird Steffen dann ja, ich hoffe doch bald veröffentlichen. Da kann man dann richtig schön reinzoomen und wenn man die aneinander legt, die ganzen Bilder, dann hat man eine sehr, sehr hochauflösende Karte, wo man, ja, also guckt euch diese kräftigen Farben an. Das ist einfach ein Träumchen. Hier kann man dann auch nochmal Steffen bei der Arbeit zusehen, wer seine Werke noch nicht kennt. Auch Steffen hat ähnlich wie Nadine einen eigenen Deviant Art, ein eigenes Profil dort und auch da veröffentlicht er von Zeit zu Zeit vor allem Karten, teilweise zu, ja, Aventurien oder auch zu Städten. Also ja, einfach mal reinschauen. Ich werde das unten nochmal verlinken. Ja, auch hier zu Xorlosch befinden sich noch ein paar Anmerkungen. Es gibt also nicht nur die Karte, sondern vor allem auch ein paar weitere Skizzen. Gerade oben links kann man das dann noch erkennen, wo dann nur mit diesem, ja, blauen oder lilanen Stift gearbeitet wurde, wie man sich das grob vorstellt. Ja, ein paar Anregungen, wie sich dann, ja, Markus oder Nico, also ganz generell die Redaktion von DSA Xorlosch vorgestellt hat. Und das Endbild kann man dann in groß noch einmal hier sehen, das hat dann Matthias gemacht. Und mir gefallen solche Karten gut. Ich weiß nicht, ob man darauf unbedingt sehr gut spielen kann, weil das eine isometrische Karte ist. Isometrische Karten mag ich gar nicht so sehr gerne, aber sie sind dann doch hübsch anzusehen, das muss ich sagen. Was mich dort noch besonders gefreut hat, ist die alten Karten. Ja, ihr könnt auf der linken Seite sehen, das ist eine ganz alte DSA 3-Karte von Alarasru. Das sind so Orte, da wollte dann ein Zeichner sich mal austoben, hat dann sehr krude Gebäude entworfen oder Burgen, die nicht so viel Sinn ergaben und hat dann sich irgendwelche Orte ausgedacht. Ich war noch nie an solchen Orten und ich habe schon viel DSA gespielt, aber das dann, ja, Alarasru, der Palast dann eben für Alara Palligan, dass da sowas eben nicht vergessen wird, sondern eben nochmal 1:1 mit Farbe übergossen wird und dann nochmal wieder hier eingebracht wird. Ich finde das lustig, weil solche Orte haben normalerweise überhaupt keine Bedeutung. Fand ich gut, dass das eben nicht vergessen ist, sondern dass man sich seine alten Wurzeln erinnert. Ja, die Künstler, auch die haben eine eigene Seite bekommen. Finde ich gut, dass man seine Künstler so sehr würdigt. Ich bin großer Fan von Nadine, aber auch von Steffen auf der nächsten Seite. Ja, Kartograf, ich habe es ja schon gesagt, auch da findet man viele seiner Werke auf Deviant Art.
Viele von den Künstlern kenne ich nicht, aber einige sind mir da doch schon über den Weg gelaufen. Dieses Bild vom Brazorak oder Tairach-Schaman aus der Donnerwacht-Reihe fand ich besonders gelungen und habe mich dann sehr gefreut, dass es hier auch nochmal in groß aufgegriffen wird, weil ich Aschepelz sehr gerne mag. Ja, damit muss ich eigentlich diese Rezension schon wieder beenden. Wir haben uns viele Seiten angesehen, es sind allerdings noch mehr vorhanden. 250 Stück. Für wen lohnt sich jetzt sowas? Wer braucht so ein Bildband? Kann ich den irgendwie am Spieltisch benutzen? Na, sicherlich nicht. Ich glaube nicht, dass man dann sein großes Buch mit 250 Seiten rausholt. Man kann da eher dann Scans mal draus zeigen. In seiner Spielrunde kann die dann, naja gut, man will sowas ja auch nicht rausreißen. Man kann sich dann versuchen, diese Scans an den Meisterschirm zu pappen. Für mich, wenn ich online spiele, ist es natürlich besonders nützlich, weil ich einfach mir diese Bilder dann an meinem Computer bearbeiten kann, wenn ich die PDF-Version habe, als ausgedrucktes Buch. Ich weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen will. Es ist ein Buch für Liebhaber, es ist ein Buch für Sammler. Und genauso muss ich diese Rezension beenden. Es sind viele geile Bilder drin. Wenn euch sowas gefällt, dann holt es euch. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Ja, zum Abschluss möchte ich noch einmal auf einen anderen Artikel verweisen, und zwar einen Artikel, eine Rezension von Engor bzw. Engors Dereblick, den werde ich euch auch unten verlinken, und der hat noch ganz interessante Punkte aufgeführt, die ich euch noch mit an die Hand geben möchte. Ja, er hat vor allem bemängelt, und da kann ich zustimmen, dass das Lektorat hier wohl nicht ganz so sauber gearbeitet hat, wie das sonst der Fall sein könnte, wenn sich dafür jemand interessiert und wer sich das, wie gesagt, in den Schrank stellen möchte, wer dafür also Geld ausgeben will, der sollte doch bitte noch einmal einen Blick bei Engor reinwerfen, damit ihr da dann eine zweite subjektive Meinung bekommt. Der kann ich mich aber auch anschließen. Ich selber hinterlasse keine Bewertung, ich möchte hier keine Punkte für geben. Ihr habt gesehen, dass ich sehr viel Spaß an den Bildern hatte. Abseits dessen ist der Nutzen, wie gesagt, nicht wirklich vorhanden. Daher, muss ich euch leider so entlassen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.